Weiß ich nicht, das sind jetzt alles Behauptungen. Keine Ahnung. Das ist immer so, wenn du in den Kundenautos sitzt, ne, Kevin? Hallo. Wir sehen uns hier direkt. Das hast mich aber erwischt, ne? Merkt man, ne? Zack. Kevin und ich sind schon unterwegs. 535 Diesel F10. Also nicht das aktuellste Modell, sondern das Vorgängermodell. Mit dem 3 Liter Biturbomotor und 313 PS soll das Schiff hier haben. Und 630 Newtonmeter. Immer die Details vorweg. So, auf jeden Fall wollte ich gerade erzählen, dass ich den Kunden meistens das hier nicht verstellen möchte, weil es gibt ja wirklich Individualisten. Individualisten? Achso, mit dem Lenkrad oder was? Allem, ja. Ich sitze ja eigentlich wie ein Affe auf dem Schleifstein. Das ist alles nicht so, wie ich sitzen würde, aber bevor ich jetzt den Sitz ran, hoch, runter, hinten, rechts, Mitte, da kriegt der Kunde ja die Krise. Wir sind ja froh, dass der Kunde uns überhaupt, beziehungsweise wir haben gefragt, kurzfristig auch gerade, wir haben eigentlich echt die Bude voll, aber wir meinten, komm, 535 Diesel wäre mal nicht schlecht für ein YouTube-Video, ne? Weil wir hatten ja den gleichen Motor mal in einem 335 Diesel-Foto mit goldenen Felgen, musst du zeigen. Hier geht eigentlich immer einiges, der Kunde kriegt auch unseren sogenannten Stage 2, das sind dann mindestens 380 PS. Wir messen den jetzt, 100, 250, 100. Sollen wir auf Sport fahren, Kevin? Bitte. Wir fahren sogar auf Sport Plus. Sehr gut. Wir fahren sogar, nee, wir fahren nur auf Sport, weil sonst ist Traktionskontrolle aus. So, alles auf Null. Hinter uns ist ein C63 mit Münchner Kennzeichen. Der gibt Gas. Ja? So. Hat er nicht mit gerechnet. Die Autobahn ist wieder relativ voll. Das wird schwierig, glaube ich, 200 zu schaffen. Hingekriegt. Hast du gesehen, wie aufgeregt ich war? Der Mini wurde immer größer. Ja. 10 Sekunden, 50 auf 150 und 100 auf 217 Sekunden. Diese Ära war schon geil zu der Zeit. Ne? Boah, 300 PS mit Leistungssteigerung, knapp 400 PS. Da warst schon ganz weit vorne oder bist du heute immer noch. Also so ein 313 PSler hier, also ein 535 Diesel, das ist immer noch echt zügig, aber halt auch sparsam. Also du hast halt alles in einem, ne? Du bist echt sportlich unterwegs, vom Verbrauch her geht's. Das war schon eine coole Nummer, dass die da, weil es war ja davor immer, ne, E60, also diese Baureihe, auch beim A6. 3 Liter TDI Modelle, ne, egal ob jetzt 530, gab es ja nur ein 530. Nee, stimmt gar nicht. Es gab sogar schon einen 535D mit 272 und 286 PS, gab es ja schon. Aber das war der einzigste von denen, also BMW. Mercedes hatte nur seinen E350 mit zu der Zeit entweder 235 PS, ich glaube den 258 PS gab es damals noch gar nicht. Ne? Wenn wir jetzt mal Baureihen spezifisch hier Baujahr sehen. A6 hatte immer nur 3 Liter TDI, 245 oder 250 PS. Das war damals so die Benchmark. Und dann kam BMW und hat gesagt, hier 535 Diesel. Ich hatte sogar mal einen E60 535 Diesel. Da willst du aber keine Fotos von zeigen. Den hat ein damaliger Kumpel leider ins Haus gesetzt. Ins Haus? Ist in der Hauswand geflogen. Ich habe ihm das Auto geliehen, weil er hatte kein Auto und er hatte morgens einen Zahnarzttermin, hat Weisheitszähne gezogen bekommen. Und der hat dann auf dem Weg vom Zahnarzt noch leicht bedeppert anscheinend. So eine Kreuzung wie hier, nur dass du, ja doch, so eine Kreuzung wie hier, genau so eine Kreuzung in ein Dorf rein, in Mechernich, Richtung Fussen. Und da stand ein Haus, wo jetzt die Bäume sind. Und ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Ich denke, er hat einfach zu viel Gas gegeben und ist dann einfach den hier übersteuern bekommen und so ins Haus eingeschlagen. Jetzt halte ich fest. Auto, 6 Wochen alt, neues Auto damals. Gerade Fahrwerk und Felgen drauf, foliert. Und da hämmert er mir das Ding in die Hauswand. Und wenn du heute noch an diesem Haus vorbeifährst, siehst du noch diesen schwarzen Stream, weil die haben das nie repariert. Wahnsinn. Auto war Totalschaden. Hat sich dann erledigt gehabt. Naja, gut. Aber
wieder voll vom Thema weggekommen. Schön. Wir fahren jetzt auf den Prüfstand, machen Eingangsleistung, direkt Leistungssteigerung und dann sehen wir uns nochmal, weil das wird der Fabi jetzt alles machen. Und dann sehen wir uns nochmal auf der Ausgangsfahrt. Weil der Kunde hat auch eine relativ weite Anreise, das ist aus der Schweiz. Und wir wollen ja nicht, dass der Kunde da jetzt stundenlang warten muss. Nur wegen unserem YouTube-Video. So oft, ne? Haben wir ein bisschen mehr Leistung. 317,6 PS Serie statt 313, aber nur 605 Newtonmeter statt 630. Und da haben wir jetzt nochmal nachgelegt. Der hat ja Stufe 2 bekommen. Das sind eigentlich 380 PS und über 700 Newtonmeter. Die haben wir jetzt nicht ganz erreicht. Wir haben 685 Newtonmeter, aber dafür 407,8 PS. Das ist schon männlich. Wir vier vorne stehen. Haben wir schon öfters gehabt. Ist jetzt keine mega Seltenheit, aber Drehmoment ist ein bisschen wenig. Hat halt auch ein bisschen weniger Serie, ne? Das sind dann 82 Newtonmeter mehr. Ja, also das passt eigentlich ganz gut. Und fahren jetzt mal auf die Strecke. So, warum kommen wir diesmal von der anderen Seite auf die Autobahn, Kevin? Weil unsere Driftbox uns wieder hängen lassen hat. Normal passt das ja ganz gut, ne, mit der Driftbox. Immer. Wie oft ich mich da schon auf, wie viel rote, also rote, Junge, rote. Wie viele graue Haare ich schon durch dieses Ding und durch das Vorgängermodell bekommen habe, kannst du dir gar nicht vorstellen. Da ist meine Tochter echt noch Entspannungsprogramm. Die guckt noch kein YouTube. Und Attacke. Weißt du, was der 50 auf 150 gebraucht hat? Nee, da haben wir nicht gemessen. Haben wir nicht gemessen. Glaube ich. Das sind ja 3,4 Sekunden, Junge. Das sind ja 3,4 Sekunden. Ja, aber fährt sich genauso. Drehmoment knapp 700 Newtonmeter. Zack, zack. Mein berühmter Spruch: So muss ein Auto fahren. Ne? Nee. Schön. Es ist einfach gut. VMAX ist auch raus. Nur mal so nebenbei. Also, die machen wir eigentlich. Die machen wir bei solchen Modellen halt immer mit. Die sind immer mit dabei, dass man die rausmachen. Ist aber trotzdem begrenzt bei 285 echten. Bin zufrieden. Du? Wir können ja beim nächsten Mal einfach dann am Ende nochmal so eine Tabelle einblenden. Ach, da bist du ja schon lange dran an der Tabelle. Ja. 13 Sekunden ist 13,6 Sekunden ist 0,3 langsamer als der Megane RS Trophy. Der Megane RS hatte 15. Na, ist ja schon getuned. Schon getuned hatte schon der 14.1. Nee. 13.1. Aber da haben wir ja auch die zwei Gänge da. Wir sind einmal im zweiten, einmal im dritten. Ja. Ist ja auch egal. Das ist 13. Wie schnell ist denn mein 5.5 Stiesel eigentlich? Ist schon so lange her, dass wir das Video gemacht haben. Ja. 13 ist gut. Für so ein Auto. Wir reden hier von einem 5er, Kevin. Das sind 5, 35 Diesel. Das ist genauso schnell, sogar ein Ticken schneller Touring. Wie ein C400 Serie. C400? Mhm. C400 war? Hatte 14.1, meine ich. Nee. Und 100 auf 214,1. Weiß ich nicht, das sind jetzt alles Behauptungen. Keine Ahnung. Ja, so. Dann würde ich sagen, tschö mit Ö. Gibt nichts mehr zu sagen, oder? Nee.